Now that the introductions are out of the way. Listen to me, pal. I'm warning you. Your being here puts me on the goddamn map. I have some information. Well, ain't you special? The problem is, I can't decrypt it, so I came to the source. Shit. Then you have put me on the goddamn map. We've been careful. We? Better give me a reason. Because that isn't making us the best of friends. Someone ordered a hit on me. Cost my niece her life. But whatever's in those files will lead me to them. I'm gonna find him with or without you. With you'd be a hell of a lot easier. Let's play make a deal. You think I'm in this dust bowl because of the, ambiance? Ever since them bastards terminated me, I've been trying to find a way back in. All I need is someone to drop some spyware inside their network. If it were that easy, you would have done it a long time ago. Hey, if it was fucking hard, I would have done it a long time ago. It's impossible for me to even get at the perimeter without setting their damn alarms off. Place has my biometric profile. I got fillings in my head that sing to their security team direct. I can help you with that. But afterwards, you're gonna come with me to Chicago. Oh, am I now? Follow me. Also haben wir ihn gefunden und wir sind sogar schon Akt 3. Nice place. You got a real eye for art? That there is a booby trap. And if you can't recognize one, then you ain't paranoid enough, friend. I have quite a few. And well, if you found me, then it's only a matter of time before others will too, so let's get started. Listen, I'm running on a limited time here. The faster we can get this out of the way. I don't think you understand your own conundrum, my friend. Chicago is running on software designed to find people. Now, I know how the CTOS thinks, because I'm her deadbeat daddy. And she's still carrying my picture in her back pocket. Now, unless you can clear my biometrics from the system, I am useless to you in Chicago. As far as my art, as you call it, if you fuck things up for me, I need to be ready for the fallout. Huh? Here, let me show you. So, jetzt kannst du es mir gerne zeigen. Heads up! Well, hello! You feel that ground shake? Whoa! That set my spine straight. Give it a go. Super, das ist ja mal eine schöne Falle. I like Come on, it. Man, you're killing me here. Blow it. Ich will das aber nicht. Yeah. Ain't that something? Hey, if you blow your arm off, I'll sculpt you a new one. Your confidence is encouraging. Oh, I'm sorry. Am I here to boost your morale? Go team go? I think you misunderstand our relationship. I see an opportunity. You can help me, I can help you. I think you're missing the point. I found a sad drunk at Jed's bar, toasting his glory days in private. I'm not an opportunity. I'm your second chance. Well, hell. I think I like you. But it don't make us friends. First thing I'm gonna need is some of Bloom's hardware. I've been out of the loop for a while. I need to figure out how their scanners work. You want me to break into Bloom? Not yet. Somebody else already stole the hardware. Inside job. Well, that stuff's big on the black market. I've scouted these guys. Let's just say they're big fans of the Second Amendment. Take one of my rifles. You're gonna need it.
Danke, habe ich gerade. I got the Pawnee militia holding what's mine. So I need you to go in and grab me my truck. Okay, also T-Bones Truck zurückholen. Kann ich denn noch dann hier raus? Wahrscheinlich, sonst hätte er uns nicht hierher geführt. I'm out in the middle of Podunk nowhere making pals with a disgruntled cyber terrorist. Still, I need him on my side. Not just for the data. I use him against Damien if it comes down to that. Na, schauen wir mal. So, wir müssen hier runter. Und dann wird's spannend. So. Hier sind wir schon auf verbotenem Gebiet. That's a lot of guys. You sure don't make it easy, T-Bone. I need a closer look. Super. Okay, da oben ist auf jeden Fall schon mal eine Kamera. Das ist gut. Wenigstens etwas. So, Verstärkung verhindern ist immer gut. Fensterläden mache ich schon mal hoch. Da hinten den könnte ich sprengen. Gut, wir müssen da aber auf jeden Fall rein. Den kann ich sprengen. Nö. So, sind das die einzigen, die hier sind? Nein, da oben läuft noch einer. Da oben ist ein Scharfschütze. So, erstmal alles aus dem Weg bringen, was irgendwie geht. Und da hat es Boom gemacht. So, den Scharfschützen da oben, den finde ich irgendwie uncool. Gucken wir erstmal. So, da sind auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr Leute. Ah, da oben kann ich dich... Hör mal her, mein Freund. Du bist mir unsympathisch. I don't like you. Possible hostile in my area. Possible hostile in my area. Scheiße. No more jokes. Get the fuck out of here. Hier, da sind zwei Leute drin. Ja. Aber der andere ist schon wieder verschwunden. Tja, das war wohl nix. Ja, komm mal wieder her. Guck dir mal an, was ich mit deinem Kollegen gemacht habe. Oh, der ist ein bisschen besser gepanzert. Gut, warte mal. Ah, der kommt her. Oh, kann ich den einfach so zusammenklöppeln? Oh, shit. Okay. Ja. Kriegt euch mal wieder ein hier. Oh, scheiße. Ihr seid doof, Leute. Okay, also das Scharfschützengewehr finde ich eher ungeil. Oh, da oben ist ja auch noch einer. So, Sekunde. Was hatte ich denn jetzt hier? War das das genau? Das war das, was ich aufgenommen hatte. Da oben war doch jetzt gerade noch einer.
Was eine... Oh Gott, das bringt nichts, vergiss es. Oh, das hat so einen perversen Zoom. Das ist ja eher ein Scharfschützengewehr als alles andere. So, mein Freund und Kupferstecher. Du bist hier. Ah, wir hätten auch von der Seite reinkommen können. Das ist super. So, Verstärkung auf jeden Fall verhindern. Er ist hier. So, und dann war doch noch... Ah, da hinten ist noch einer. Da können wir einen Kommunikator stören. Aber hier oben war noch ein Scharfschütze. Und dann war doch eigentlich noch einer irgendwo... Da wäre jetzt noch irgendwo einer gewesen. Ich denke mal hier oben drauf, oder? Wäre jetzt meine Vermutung. Ja, da ist doch einer. So, den sprengen wir mal. So. Den hat es schon mal zerrissen. Das ist gut. Ja, move du mal in. Das tut weh, nicht wahr? Das hat bestimmt weh getan. So. Now we're talking. So, ich will nicht, dass der mich irgendwie sieht. Erstmal den hier weg. So, gut, der hier hinten wird mir wahrscheinlich jetzt nicht großartig Probleme machen. Aber hier liegt noch was zum Einsammeln, was ich nicht mitnehmen kann. Schade. So. Der kann auch keine Verstärkung mehr holen. Dann, warte mal, da steht noch einer. Wo ist der denn? Das, ah, hier. Ah, shit, und schon haben sie es wieder gesehen. Oh, mit einem Scharfschützengewehr kannst du hier gar nichts ausrichten, mein Freund. So, und ihr? Naja, mach mal. So, ich brauche ein anderes Gewehr. Ah, da kommt ja noch einer. So, machen wir mal die Tür auf hier. So, da ist noch einer drin. Ich glaube, da hinten war noch einer, oder? Das sah gerade so aus. Das war so klar. Could this truck be any slower? Are you kidding? You actually got it? Yeah, I got it, but they're still on me. Oh crap. Well, what do we do now? What's that supposed to mean?
I never expected you to actually get the damn truck. If you want the truck, you're gonna have to do better than that. Yeah. Okay. Bring him up next time. Drive into him! Do it! We'll have a little round of art appreciation. Okay. Sind wir hier schon mal falsch? Bravo! So, come on. Erstmal. So, hier brauche ich erstmal ein Ziel, Freunde. Und das geht's schon mal nicht. Shit! Na gut, wir können sie aber auch abhängen. Das bevorzuge ich. Let's call it. We lost the guy. Yes. Das war doch ganz gut hier. Dann können wir doch eigentlich wieder zurück zu unserem. Achso. Das stimmt doch immer noch. Dann hätten wir sie anscheinend sowieso in Richtung von T-Bone bzw. Raymond Kenny bringen sollen. Und er hat uns also nicht zugetraut, dass wir seinen Truck holen. Das ist ja eine Dumpfnase. So, ich hoffe, er hat nichts dagegen, wenn der Truck ein bisschen angeschubbert ist. Aber das Ding sieht ja auch herzallerliebst aus. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, wollte ich gerade sagen. We're here. You need help? Gut, das heißt also, wir hätten die auch gar nicht abhängen können. Die verfolgen uns sowieso. Smash into him! Na, dann kommt mal mit, Freunde. Ich habe hier ein kleines Überraschungspaket für euch. Hoffe ich zumindest, dass T-Bone sowas hat. Ja, weil ich das Auto nicht mehr fahren konnte, deswegen. What the fuck, man? Okay, Leute. Das ist doch albern. Das schöne Auto. Nein! Jetzt! Yes. So, einer ist noch da. Er hat sich da hinten versteckt. So. Damit haben wir sie doch erledigt, oder? Sollen wir jetzt wieder einsteigen, oder? Nee, damit haben wir alles erledigt. Mission beendet. Sollen wir unser Auto noch irgendwo speziell hinstellen, oder? Nee, ich komme hier nicht mehr rein. Strauss is another missing prostitute in a series of abductions, two of which were found murdered and left on grisly display. Due to the brutality of the crimes, social media has unofficially dubbed the suspect the Fingerpaint Killer. Police urge citizens to report anything that may lead to Strauss or the suspect. Okay, dann wir noch Detektiv spielen. Likes to dip his hands in their blood and make a little art show. It's a fucking animal. Better hope he never runs into me. The bunker's been making noise. What kind of noise? It's online. Some people have noticed. Script kiddies, mostly. Nothing to worry about. I'll make sure they stay out. We've been probed a few times. Probed? There is only one that worries me. His name is Default, and he's very good. I'll watch him. Let me know if he becomes a problem. Ja,
Super, und ich schwimme hier rum. Hätte ich noch ein bisschen mehr Schmackes gebraucht? All right, I left the truck for you. God damn, this plan might actually work. All right, now, you're gonna need security clearance to get inside Bloom HQ. Have you ever chased a helicopter? And no, that is not a philosophical question. I've been chased by a few. What does that have to do with anything? Call it a hunch. We'll talk soon. Na super, Helikopter mag ich ja mal so gar nicht. Okay, damit hätten wir das erledigt und können jetzt, wo müssen wir hin? Da hoch. Das heißt, ich mache mal eine Schnellreise hierhin, werde da wieder speichern und werde dann von dort aus beim nächsten Mal weitermachen. So, wo haben wir denn hier unser Versteck? Ah, super. Fancy! Und wie immer wartet noch ein Audiolog auf uns. According to my coworkers, they send security down to escort Royale like some kind of criminal. He didn't even get to gather all his things. I still have one of his ugly sculptures on my desk. He kicked and screamed the whole way out, which gave Bloom all they needed to put an HR spin on it. I'll read it for you. We apologize for the disruption caused on Tuesday when we ended our contract with Raymond Kenny. As a reminder, your medical insurance covers psychiatric consultations. We wish Mr. Kenny a speedy recovery, and we must stress the continued importance of confidentiality to all Bloom employees. I'll do my best for Ray translation. Mr. Kenny was batshit crazy, and don't you dare repeat anything he said or your ass is grass. Okay, sie haben ihn also als Verrückten dargestellt, um ihn ruhig zu stellen und um, ja, ihn zu diskreditieren. Dann schlafen wir mal bis 7 Uhr. Gutes Nächtle. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Dann geht's natürlich mit der Hauptmission wieder weiter, während hier der Mond über den Himmel wandert. Ich sag schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.